Hallo Leute und willkommen zurück zu Interstellar Space Genesis. So, Thema Migration, Teil 3. Und zwar, man kann sich das Ganze so verdeutlichen, dass die Bewohner auf bereits bevölkerungsreichen Planeten es schwer haben, sich noch weiter fortzupflanzen. Und auf Welten, die so aussehen wie dieser Planet, den wir gerade erst kolonisiert haben, da geht das noch recht schnell. Ah, wir kriegen hier einen Bonus von 358,33%. Deshalb, weil der Planet noch so leer ist. Und dann zusätzlich halt noch 184% durch die Habitatkontrolle. Ja. Und ganz kann man auch noch steigern. Und dann würden wir jetzt hingehen und von der Taktik her die Emigration hier starten lassen. Wir werden dadurch zwar unseren neuen Planeten ja ausbremsen, aber mal angenommen, wir lassen das Ganze hier zentriert, dann würden wir von den 69,31 50% abziehen an Bevölkerungswachstum und könnten das dann auf andere Planeten umlenken. So. Machen wir. Das dauert zwei Runden, bis es eingerichtet ist. Beziehungsweise wir müssen jetzt noch die Planeten auswählen, zu denen migriert werden soll. Und da haben wir die Erde. Die hat es halt selbst sehr schwer, noch an den letzten Bevölkerungspunkt zu kommen. Weil hier ist es halt genau andersrum. Da haben wir einen Malus von 83,33%. Da sagen wir jetzt Immigration. Und das dauert zwei Runden, bis es eingerichtet ist. Und als nächstes Ziel nehmen wir ja, wir können WZF 1 nehmen. Gut, dann haben wir die zwei Welten ausgewählt als Ziel. Also unsere zwei produktionsstärksten Planeten, die erhalten dann in zwei Runden zusätzliches Bewohnerwachstum. Hier wird die Roboterfabrik gebaut. Übrigens eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise ja, die man dann strategisch ausnutzen kann. Die Roboterfabrik ist am Anfang sehr gut, aber wenn die Welt schon sehr weit ausgebaut ist, dann gibt die einem halt nicht mehr so viel. Also hier 20 von der Roboterfabrik an Produktion. Und das sind halt Basiswerte. Die werden dann nicht mehr mit anderen Dingen multipliziert. Und die 20 spielen hier halt kaum noch eine Rolle. Das heißt, man kann, um hier einen zusätzlichen Strukturslot wieder frei zu bekommen, dann im Late Game auch die Roboterfabrik dann wieder stören und dann dafür was anderes bauen. Okay, halt, das behalten wir uns im Hinterkopf und weiter geht's. Irgendwo wird nichts gebaut. Okay, da wo wir gerade schon waren, gut. So. Supportschiff könnten wir bauen.
Das ist niemals schlecht. Ansonsten... Wie viele... Hast du drei Schilder? Ah, da haben wir ein Platzproblem. Da muss was raus. Da ruhig einmal Raketenabwehr. Das wird nicht funktionieren. Nein. Okay. Dann speichern wir. Wir haben halt die Klasse 3 Schilde durch Spionage bekommen. Dann... Ja. Gehen wir einmal unsere selbst erstellten Designs durch. Speichern. So, und hier fehlt noch was. Das sind die Kampfflieger. Und wir nehmen... einmal Raketenabwehr raus. Reicht immer noch nicht. Schilde von hinten raus. Fünf. 21. Weniger Genauigkeit. So. Hier einmal ganz raus. Okay. Dann machen wir das so. Und dafür haben wir die Kampfflieger noch dabei. Hier einfach nur abspeichern. Okay. Ah, hier. Für ihn sollten wir noch ein Schlachtschiff bauen. Dann machen wir das doch. So. Runden. Lassen wir es ruhig so. Als er seinen Wunsch bekommt, ein Schlachtschiff zu kommandieren, dann können wir es immer noch beschleunigen. Und das Supportschiff. Das ist schon unterwegs. Okay. Dann, nächste Runde. So, Kampf gegen eine Kristallentität.
125, 125 und 88 an Punkten bei der Kristallidentität. Und Angriff. Und wir starten auch direkt unsere Kampfflieger. Da sind sie unterwegs. Ja, wir können uns hier ruhig beschleunigen. Schön offensiv. Ja, wobei, das Schiff ist schon nicht mehr so stabil. Das habe ich schon angeklickt. Da bleiben wir mal in der zweiten Reihe. Noch einmal scannen. Okay, das ist uns schon bekannt aus der letzten Folge. Und ja, das ist halt kritisch. Da müssen wir schauen, dass wir die Entität besiegt kriegen, bevor wir hiermit beschossen werden. Also, bevor dieses Geschoss ankommt. Wir haben hier zwar Raketenverteidigung eingebaut, aber die ist dann doch technisch rückständig. Ja, das hier. Das ist bitter. Wenn das einschlägt. 125 Schaden, okay. Ja, beim letzten Mal waren es, glaube ich, 50 Schaden, aber das war dann auch eine kleine Entität. Und das ist ja jetzt die Mutter. DS Leader. Okay, das müsste eindeutig sein. Davon haben wir wahrscheinlich nur einen. Jetzt so ein FR Leader oder FR Missiles wäre halt vieldeutig. Aber DS Leader. Ja, dann ziehen wir den einfach zurück. Der Rest macht weiter. Ja, die sind ja schon unterwegs. Okay. Ja, so kann man auch so eine Entität rausnehmen. Okay. So. Ja, die vier Support-Schiffe, die sind jetzt alle auf der Erde. Alle im System Sol. Und selbst jetzt hier so ein mickriger Planet kommt dann halt entsprechend den Bonus von den Supportschiffen. Ich denke, das letzte Supportschiff wird hier noch nicht angerechnet. Wir haben hier jetzt 300 Produktion. Oh. Ah.
und 360 Planeten Engineering. Support-Schiffe. Ach, das eine ist hier noch unterwegs. Okay. Einmal stationiert in Sol und einmal auf dem Weg zu Sol. Okay. Die Erde, Infrastrukturlevel 6 von 7. Und da sagen wir mal Produktion für Gebäude hoch. Ja, die Ruinen dort oben. Wir haben da kein Forschungsschiff bei. Aber das eine Forschungsschiff, das wir hatten, das wurde uns zerstört. Und ja, wir erkunden jetzt einfach die Ruine. ...174 Credits, jawohl. Kolonieschiff fertig in 3. Können noch Credits ausgeben. Das System ist halt wichtig. Da gibt es 2 gute Planeten. Ja, wenn wir mit den Credits sonst eh nichts anfangen, dann hier einmal ah, wir werden jetzt einen Moralmalus erleiden. Das ist schon okay. So. Und die verbinden unsere Vorhut. Dann in 4 Runden da. So. Ah, okay, der ist sowieso schon besser, wenn er einen Träger kommandiert. Ja. Aber trotzdem machen wir hier weiter. Und hier bekommen wir, dass sein Schiff dann schneller wieder etwas überladen kann, also Waffensysteme, Verteidigung und so weiter. Und minus 9 Supportpunkte kostet das Schiff, das er selber kommandiert. Hier wird man das sehen. Da, ein Schlachtschiff kostet 7 Supportpunkte. Und ein Titan 12. Also beim Titan würde man halt am meisten davon profitieren. Dann würde der nur 3 kosten statt 12. Okay.
Ja, und Vizef 1 wird immer weiter gepusht. Okay. Das hat den Hintergrund, dass da ein Anführer ist, der die Einnahmen über Produktionsasteroiden dann nochmal um 70% steigert. So, und für unsere neue Kolonie gibt es ein Event. Und wir können jetzt sagen, entweder plus ein Infrastrukturlevel oder 200 Credits oder plus 2 Kulturpunkte für jeden Bewohner in der Kolonie. Ja. Drei Kultur. Obewohner. So. Hier wurde der Weltraumaufzug fertiggestellt und ja, wir sind bei Infrastruktur Level 3 von 3. Und nehmen dann hier wieder den Perk, der uns ein zusätzliches Geld gibt zum Bebauen. So. Ach so. Wir terraformen zur Wüste. Deswegen ist da alles da unten. Kampfstation würde niemals fertig werden. Jetzt sind 11, in 10, in 9. Ja. Da profitieren wir jetzt massiv von den Supportschiffen. Wir wären ja eigentlich nur bei 70 Produktion. Und durch die Supportschiffe sind wir bei 470. Und da kann man halt auch sowas fertigstellen. So einem eigentlich schlechten Planeten. Und was das Terraforming angeht, ist es halt genau das gleiche. 480 von den Supportschiffen. Und die 727, die kommen halt auch im größten Teil von den Supportschiffen. Wenn wir es hier komplett drüber schieben würden, sind mal die gesamte Produktion drin, die 470. Und davon sind ja 400 von den Supportschiffen. Okay. Das ist auch nett. Wenn man hier draufklickt, dann geht es gar nicht mehr in die Mitte, weil Infrastrukturlevel gekappt ist. Okay. Ja, und Migration ist aktiv. Und die Schiff fertig. Richtig? Ja, und hier sehen wir 20,13 von Migration. Und bei der Erde? Ja. Da der Malus, dass die Erde fast voll ist, wird hier nicht mehr angewandt. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Also von Welten aus migrieren, emigrieren, die noch ein gutes Bevölkerungswachstum haben, die noch sehr leer sind und dann dorthin immigrieren, wo es halt schwieriger ist, an neue Bewohner zu kommen. Okay. Wir könnten das, denke ich, auch hier komplett rausnehmen.
Und die 20,13 sind davon unberührt. Ja, dann machen wir es so. Das können wir uns bei WCF 1 auch nochmal anschauen. Okay, da sind wir eh 100% auf Produktion. Da bauen wir weiter Supportschiffe. Ja, okay. Wir sehen ja, wie stark die Supportschiffe sind in Sol. Aber das Kolonieschiff, das muss losfliegen. 5 Runden. Ja, Fichte durch den Nebel. Weiß nicht, wenn wir hier einen Umweg machen, auch durch den Nebel. 2 Runden. Ja, eventuell 2 und dann nochmal 2. Dazu wie jetzt 5. Suchen. Okay. Weiter geht's. So, jetzt können wir unsere Eco-Levels noch weiter erhöhen auf Stufe 2. Und dann kriegen wir noch zusätzliches Bevölkerungswachstum und zusätzliche Moral. Wir können hier sortieren nach Eco-Level. Und Eco 2, ja. Auf der Erde. Zack, einsortieren. Wir können eigentlich alles mal durchgehen. Da sind wir auf 1, aber da wird noch Terraformed. Auf 1. Terraforming. Wir können das Terraform auch unterbrechen. Nein. Okay, dann machen wir erstmal Terraforming weiter. Ja, okay, wird überall gerade noch terraformt. Ja, wenn wir jetzt hier das Eco-Level erhöhen würden. Sorry. Dann würden wir weniger wachsen. Okay, Miri 1 ist nicht der Ausgangspunkt für unsere. Aber den könnten wir theoretisch auch noch. Leute, von hier könnten wir theoretisch auch noch emigrieren lassen. Da bräuchten wir dann nur noch zusätzliche Frachter. Hier immer die Erde am Legen, wenn man da drauf geht. Geht aber gleich weg. Okay.
Was geschafft. Okay. Ja, dann haben wir hier noch einen Frachter eingereiht. Und dann... keine Ahnung, was hier die Lecks verursacht. Ist ja eigentlich ein sehr... spartanisches Spiel, was die grafische Aufbereitung anbelangt. Aber da ist irgendwas drin. Na gut. Okay. Ja, dann haben wir das gemacht. Und was machen unsere Spione? Wie lange brauchen die noch? Ich möchte das jetzt nicht abbrechen. Aber die müssten bald fertig sein mit ihrem Setup. Und dann schauen wir mal, dass wir die Belashians da framen können. Und dann sind die unbeliebt bei den Volta und den Zulak. Genau. Ja, und wir breiten uns in der Zeit friedlich weiter aus und dann hoffen wir, dass die nicht die nächste Wahl gewinnen. Okay, macht's gut, Leute. Bye, bye.